euch den später dafür. Shit. Aber gut, dass ich den schon mal habe. Wir machen die auf und wir bekommen ein Sentinel Sword. Ich glaube, das brauche ich nicht mal. Egal. Was brauche ich denn? Golden Deva Sword, habe ich doch gesagt, wusste ich doch. Egal. Danke. Danke für die Dungeon-Hilfe. Ich glaube, wir waren hier weit, so weit es geht durch, ne? Ist nur das Summoner drin. Gibt's da echt einen, der heißt Frohpix? Das wäre ja cool. Ja, schauen wir mal weiter, ne? Ah, hier. Hat das eine Questabgabe für mich? Danke schön. Cinderland Necklace braucht man nicht. Das. Können wir gerade mal gucken. Stimmt, ich könnte eigentlich alles mal upgraden. Das Juwel kann ich verschicken. Die Dinger muss ich mitnehmen. Unsealing Charms sollte ich auch dabei haben. Ja, das halte ich gar nicht mal für so eine schlechte Idee. Wir gehen doch jetzt einfach mal auf die Suche, um meinen Schmuck zu erweitern. Auf 6. Bin ich gut. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich nehme die Cinderland Necklace einfach mal mit. Und den auch. Und das auch. Den kann ich erstmal drin lassen. Light Necklace. Light Necklace habe ich doch schon. Oder? Da muss ich mal eben gerade nachgucken hier. Da, da. Ah, Hakan. Ja gut. Das kann ich auch mitnehmen. Genau, wir haben da das Awakened. Und hier brauchen wir noch einen Ohrring und einen Ring. Genau, den Ring nehmen wir jetzt auch mit. Und den Ohrring nehmen wir auch mit. Super. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Ohrring an. Wufu. Kriegen wir hin. Wufu kriege ich hin. Erstmal hole ich mir hier noch hier die gelbe Quest. Und dann hole ich mir meinen Wufu-Ohrring. Das ist eine gute Idee. Weil ich glaube nämlich, dass ich so heftig aufs Maul bekomme, weil ich einfach schlechten Schmuck habe. Und eigentlich habe ich nicht wirklich Interesse daran, dass wenn ich gleich PvP irgendwie machen muss oder so, dass die Leute mir einfach die Hose ausziehen. Und mir ganz, ganz, ganz böse den Popo versohlen. So. Jetzt müsste ich nämlich hier vorne in den Dungeon. Ich nehme mal hier die Quests nochmal alle mit an. Kann ja nicht schaden. Das ist wahrscheinlich jetzt eine Daily Quest für genau diesen Dungeon, den ich da hatte. Nö, doch nicht. So, guck mal hier nochmal rein. Okay, was muss ich jetzt machen? Alles da vorne. Gut. Wufu, Wufu, Wufu. Wufu war Viridian. Wufu war hier, da, da. Da. Teleportieren.
Nicht hauen. Ich wollte mich schon teleportieren. Danke für die Quest. Man hätte ja auch mal was schreiben können. Hm, egal. So. Ja, herzlich willkommen alle, die neu zugeschaltet haben. Gerade gesehen, es geht hoch und wieder runter und hin und her. Ja. Wufu. Wufu. Wo war denn der Wufu? Der Wufu war da oben, glaube ich. Irgendwo da oben. Habe ich jetzt eigentlich mal, muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe echt noch keinen Titel. Das ist ja der Hammer. Ich habe es anscheinend noch nicht geschafft, einen Titel zu organisieren. So. Ich verzichte mal so ein bisschen auf die Kämpfe. So. Ah, die warten alle auf den Boss. Okay. Dann warten wir doch auch einfach mit denen. Oder wir gucken auf einem anderen Channel. Wir sind auf Channel 3. Wir gehen mal Channel 6. Gott, bin ich gut. Verdammt! Ich habe einen Schlüssel vergessen. Verdammt. Ach, Menno! Kaufe ich mir jetzt einen? Wollen wir mal gucken, was der kostet? Ich kaufe mir keinen. Gut, dass wir das besprochen haben. Mein Gott, ist das teuer. Getting the Axe. Daily Quest. Ja. Ach, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Also, wenn ich jetzt den Wufu habe, dann brauche ich den O-Ring. Ich brauche eigentlich nur noch den Wufu. Und danach müssen wir zum Adders Nest. Ja, dann gehen wir doch mal hier vorne hin. Doch, war richtig. Organisieren wir uns einen Schlüssel. Holen uns den Ring und graden alles ab und dann sind wir doch schon durch. Ja. Shift und F2 zwischen BNS-Mode und Classic-Mode. Wollen wir es mal ausprobieren? Ich gesagt, ja. Gucken wir uns gleich mal an. Classic-Mode. Mal schauen. So, also ich weiß nicht, was das jetzt ist. Man kann also okay, alles klar. Okay, und da muss ich immer Rechtsklick gedrückt haben. Das ist ja... alles klar, jetzt haben wir das. Das ist der BNS-Mod und der Klassenmod. Alles klar.
Wufu-Ohrring. Ohrring, 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 Ohrring. Wufu. Tada! So. Jetzt kommt der Necklace da rein. Ein paar Ringe. Und ich hoffe einfach drauf, dass... Ja, das sieht gut aus. Tada! So, und jetzt brauche ich den Golden Deva Earring. Den kriege ich dann später, um auch meine Waffe abzugraden. Das klingt auch sehr gut. Jetzt wollte ich doch noch mal gucken. Genau. Genau. Hier gibt es den in den Field Boss Hakan. Field Boss Hakan. Jetzt fragt ihr mich was. Wheel of Fate? Ist das vielleicht der hier? Boah. Ja, finden wir schon irgendwie. So, ich nehme einfach mal alles mit. Wir machen einfach mal weiter. Ach so, ich wollte ja eigentlich mal wieder hier. Ach, gut. Also Klassikmodus ist schon, ja, kennt man ja aus vielen anderen MMOs, aber nicht so meins. Also ich bin jetzt wirklich daran gewohnt hier. Einfach nur die Maus zu bewegen und die Kamera dreht sich. Schauen wir mal. Ja, da ich die Zuschauerzahl immer wieder sinken sehe, einige mögen keine Zeit haben, einige mögen irgendwas nicht mögen an meinem Stream. Wenn euch irgendwas stört oder euch irgendwas auffällt, was man besser machen kann, ich nehme jede Hilfestellung gerne an. Und freue mich auf jeden Fall über jeden, der konstruktive Kritik mit einbringen kann. Da sage ich nicht nein. So. So, mal schauen mal ganz kurz. Ne, der Kollege ist immer noch nicht da. Ja, ist ja kein Thema. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier, ne? Ting, ting. Kommt ruhig mit. Ja, ja. Wir machen das zusammen. Sagt, it's not working, aber es worked doch. Naja, ja, ihr kommt ruhig mal alle mit. Ja, das habe ich vorhin schon gehört mit dem Overlay. Ja, werde ich auf jeden Fall nochmal bearbeiten. Ist jetzt ein erster Entwurf gewesen. Ich fand es ganz nett, sah ganz gut aus, aber wird wahrscheinlich doch ein wenig sehr klein für das Spiel auch sein. Ich werde da einfach noch mal ein bisschen drüber gucken müssen, sagen wir es mal so. Oder mir was anderes Hübsches aussuchen. Es gab so wenig, was meinem Geschmack